Es ist Ende Mai und in den letzten 6 Wochen sind wieder viele neue Papierserien hereingekommen, die ich euch gern zeigen möchte. Ich fange an mit den ganz neuen Sachen. Das ist Hello Sunshine von Bo Bunny. Eine Sommerserie. Und mir gefällt es deshalb so gut, weil die Farben zwar kräftig sind, aber nicht so aufdringlich und nicht so grell wie manche andere Serien. Es ist sehr blumig, große plakative Blumen, aber die Rückseiten sind dann doch schon auch dezent gemustert. Erinnern mich an einen Urlaub in Kärnten. Blaues Wasser, Sonne, spielende Kinder. Ist viel Türkis drinnen in der Serie. Was ich sehr mag, das Papier ist dezenter gemustert, hat da ganz süße Bienchen drinnen. Das ist so ein schöner Melonenton, Wassermelone. Nochmal große Blumen. Sich was dazwischen geschönelt, das kommt später dran. Dann die zweite neue Serie von Bo Bunny heißt Little Miss. Auch ganz süß, hat eher wieder gedeckte Farben, Braun-Grüntöne und Altrosa und mit ganz entzückenden Vintage-Mustern. Spitze hinten drauf. Habe ich jetzt schon gesagt, dass die Little Miss heißt? Weiß ich nicht. Aber jetzt wisst ihr es. Hat ein bisschen was von den frühen Websters-Papieren. Bisschen was Dezenteres zum und ein Blatt mit Vogelkäfigen kreuz und quer. Es ist sehr schön, es passt sicher auch zu alten Schwarz-Weiß-Fotos von der Familie, aus den Kriegsjahren vielleicht. Da wird es jetzt wieder ein bisschen lieblicher. Ein Eiffelturm ist da drauf. Spitzen. Da sind ein paar kleine Mädchen. Das erinnert mich an unsere Spielekiste, wo man immer diverse alte Kleider drinnen hatten und da haben wir dann immer Verkleiden gespielt. Fetzenkiste hat das bei uns geheißen. Das ist auch ganz süß mit diesem kleinen Hündchen. Da ist eine Perlenkette, Vogelkäfig, sehr hübsch. Das ist auch schön. Das ist ein schöner, wie soll ich sagen, ein ganz kräftiges Pink. Sehr hübsch. So, dann, eigentlich wollte ich euch was anderes zeigen. Ah, da hat sich noch ein, ja, da ist was durcheinander gekommen. Da ist noch ein Little Miss Papier mit einem Vogelkäfig, was dunkler,
mit dezenteren Punkten. So, das wollte ich euch jetzt vorstellen. Ich habe nämlich noch zwei Küchenpapiere aufgetrieben. Das eine mit diesem typisch amerikanischen Küche, also der Herd und Küchenmaschine. Rote Rückseite. Und da sind Zitronen drauf. Und die Rückseite sind so Labels. Könnte man ein Kochbuch verzieren damit oder erstellen oder ein Rezepteheft. So, jetzt eine wunderschöne Serie von American Crab, Entschuldigung, von My Mind's Eye. Heißt Nostalgia. Und ich muss dabei immer denken an den Marty McFly aus Zurück in die Zukunft, weil das wirklich, das sind genau diese Farbtöne aus seinem Kaffeehaus, wie man sich es einfach vorstellt und aus den Kinofilmen kennt. Die Muster sind allerdings, wie man sieht, modern, also das, was jetzt gerade gewünscht wird beim Scrapbooking, das Chevron-Muster, auch wieder in so einem schönen Wassermelonenton. Eine dezente Rückseite. Sehr hübsch, wirklich hübsche Farben. Ganz leicht nur distressed. Da hört man die Petticoats rascheln, muss ich sagen. Nicht das Papier, sondern die Petticoats. Sehr schöne Muster auch. Gleich noch in einer anderen Farbe. Zarte Streifen. Das ist auch sehr schön. Also die Papiere eignen sich ganz toll für die verschiedensten Hintergründe. Ein zartes Rosa. Ein paar Doilies. Und dazu gibt es ein Papier mit Die Cuts. Also die sind schon vorgestanzt, diese Formen. Und da sind einseitig bedruckt und sind so verschiedenste Tags und Labels drauf. So eine Knopfkarte, also eigentlich sind es vier Knopfkarten. Da sind so Banner, einzelne, ein kleiner Kalender. Das ist auch sehr lieb. So. Jetzt kommt eine andere Firma dazwischen. Nein, mit Mamens Eye geht es ein bisschen später noch weiter, aber jetzt kommt Kaisercraft. Die Papierserie heißt Rockpool. Auch sehr schön. Gedeckte Farben, aber einfach für einen Urlaub am Meer. Auch wie, also teilweise mit so Elementkarten. Passen vielleicht in eure Project Life Alben hinein. Oder einfach auch ein kleines Mini-Album draus machen. Noch einmal Karten in einem kleineren Format mit so maritimen Mustern, aber auch hier wieder eher gedeckte Farben, nicht so grell. Süße Figuren drauf. Mit ein paar Sprüchen. Ja, wenn ihr das lesen wollt und es ist euch zu schnell, dann haltet einfach das Video kurz an, indem ihr auf dem Bildschirm ins Video hineinklickt, dann bleibt das stehen, dann könnt ihr das auch lesen.
Genau, da ist so ein allgemeines, das mit so Korallen drauf, in verschiedenen Farben. Ein bisschen was Dezenteres für den Hintergrund. Noch einmal ein All-Over-Paper. Der All-Over-Musterstreifen. Und auch hier wieder das dürfte sich jetzt schon langsam durchsetzen, die Allongen auf einer Seite mit einem Muster bedruckt. Hoppala, sind wir. Lässt sich schön verwenden auch dann. Immer, sind immer so Schnipsel, die ganz nett sind, wenn einem irgendwo noch eine Verzierung fehlt. So, Blasen, Luftblasen vielleicht. Bisschen Seetang. Die Farben auch wieder sehr schön aufeinander abgestimmt. Das ist so ganz leicht kariert. Ein schönes Hintergrundmuster. Das weiß nicht, was das sein soll. Quallen sind es nicht. Auch kein Seetang. So, jetzt kommt etwas von Studio Calico, und zwar es gab ja voriges Jahr schon eine Serie, die ist Classic Calico, das wurde jetzt fortgesetzt. Also das ist die Collection, die Classic Calico Collection Volume 2, und auch wieder gedeckte Farben, also Beige und Brauntöne und ganz dezente Muster einfach fürs Simple Scrappen oder fürs reduzierte Scrappen einfach. Da ist zum Beispiel so ein Druck wie von, ich glaube, das sieht man nicht gescheit, aber wie von einem Millimeter Papier in den Kreisen drinnen. Das weiß ich nicht, ob ihr das seht. Sieht aus wie halt eine Sonne mit Strahlen. Ja, ich fürchte, das ist sehr schwer darzustellen da in der Kamera, aber ich werde mein Bestes versuchen. Auch wieder ein Cremeton, ein dunklerer Cremeton, kariert. Rampenmuster. So, dann habe ich noch zwei Papiere dazu genommen, weil die so ähnlich sind. Ist zwar von Sassafras Lass, aber auch wieder so reduziert in den Farben und in den Mustern, aber sehr schön. Das ist ein bisschen bunter, ein bisschen stärker im Design, aber auch sehr. Die andere Seite ist reduziert. Das ist, was wir vorher auch gesehen haben bei Studio Calico. Also da dieser Kranz aus dieser Strahlenkranz, sage ich jetzt einmal, und die Rückseite mit grünen, senfgelben, olivgrünen Punkten. So, jetzt kommen wir zu American Crafts, die Serie Neapolitan. Auch wieder ganz hübsch, süße, pastellige Farben. Sehr unterschiedliche Papiere teilweise. Da haben wir mal auf jeden Fall eines mit verschiedenen Karten und auf der Rückseite ein paar Muster. Auch hier wieder auf der einen Seite die Allongen bedruckt und zum Verwenden. Das ist ein ganz süßes Papier, das sind so Art Einmachgläser. Da gibt es auch einen Stempel dazu. Passenden. Ist auch lieb. Dann ein paar Röschen. So, dann meine Lieblingsspeise im Sommer, Eis. Thank you.
nochmal Blümchenmuster, auch wieder ein ganz dezentes Grün im Hintergrund, Rosa, Orange. Erdbeeren, auch sehr lecker. Dann ein Chevron-Muster mit Wood Grain, also seine Holzstruktur. Ein leichtes Grün mit einer Eisbordüre. Das ist ein bisschen kräftiger auf einem braunen Hintergrund. Das ist so einfärbig, eher mit ganz leichten Mustern. So, das ist wieder ein bisschen bunter gemischt. Einmal noch Blümchen im Papier auf weißem Grund. Da mit der Orange und vorne kariert mit einem Rändchen. So, in der Serie gibt es dann auch noch zwei Vellum Papers. Einmal mit Blumen. Also ihr seht, das ist halbtransparent. Schön Blümchen drauf. Und das zweite mit Wolken. Mal schauen, dass ich was Helles finde. So. Also das Karierte ist vom Untergrundpapier, aber das Papier hat so weiße Wölkchen drauf. Als nächstes ist dann On the Sunny Side von My Mind's Eye. Wieder eine Sommerserie in Gelb, Rot und Blautönen. Mit verschiedenen Mustern, da sind Schmetterlinge drauf. Häuser mit Fahrrädern und Autos. Nochmal Fahrräder. Und nochmal Eis. Und da haben wir wieder ein Blatt mit Standsteilen, also auch das ist wieder vorgestanzt, einseitig bedruckt, verschiedensten Mustern und Formen und Bordüren. Da auf der Seite ist eine Bordüre zum Beispiel. Weiter geht's auch wieder, oder wir bleiben bei My Mind's Eye und die folgenden Serien sind, die folgende Serie ist Indie Chic. Das ist wieder etwas stärkere Papierqualität mit leicht strukturierter Oberfläche und greift sich ganz toll an auch. Das sind auch wieder eher gedämpfte Farben. Thank you.
passen super schön zusammen, da dieses Petrol mit dem Korallenton, zwei Grüntöne, schaut so hübsch aus. Ein Blumenmuster dazwischen. Das sind wieder vier Farbfamilien, leicht unterschiedlich in den Farbzusammenstellungen. Das ist die, wo mehr dieser Rotton vorherrscht. Das ist entzückend, das Papier. Also auch wieder eine ganze Menge florale Muster, die sich für die verschiedensten Zwecke eignen. Auch wieder alles ganz leicht, nur distressed. So wie da zum Beispiel. Das erinnert mich irgendwie an einen Rollkragenpullover, das Papier. Herrschen dann bei dem Teil der Kollektion herrschen dann diese Blau- und Gelbtöne vor. Das ist auch sehr schön, das kriegt man nicht hin, aber in der Darstellung war das ist nicht grau, sondern das sind Blau- und Petroltöne. Sehr schön. Das ist auch sehr hübsch mit diesen großflächigen gelben Blumen. Eine tolle Farbzusammenstellung mit dem blitzigen Blau und den verschiedenen Petroltönen mit Gelb und Braun. Schaut toll aus. Rückseite ist wieder ein bisschen dezenter. Das ist auch sehr schön von den Farben und vom Muster her. Plakativeres. Das ist wieder so ein Korallenton. Das ist rosa auf cremefarbenem Grund. Schöne Farbe, so richtig kräftig pink, so wie hier auch, die Blumen sind in einem kräftigen Pinkton. Da ist zu dem Korallen- und Pinkton noch ein Grau dazu kombiniert. So, und zum Schluss kommt noch Basic Grey, eine Serie heißt What's Up, das ist so ein Ballonfahrerthema, da sind mal Wimpel, Farben sind auch wieder so
Korallenrot und ein Altrosa mit Violett und Lila und verschiedene Blautöne. Sehr hübsch auch in der gesamten Farbgestaltung gehalten. Bisschen ätherisch und auch einfach auch auf dieses luftige Thema sehr gut zugeschnitten, finde ich. Meine Weltkarte. Also da klingt das schon an ein bisschen. Sehr schöne Farben. Auch wieder die Allongen teilweise bedruckt und können verwendet werden. Bisschen was Blumigeres. Teilweise ein färbig distressed gemustert. Die Punkte scheinen von der Rückseite durch, also das ist so ein bisschen ein helles Türkis gemustert. So, da geht es jetzt dann schon richtig los mit dem eigentlichen Thema der Serie: Ballon und Wolken und auch wieder so ein Strahlenkranz. Das ist auch sehr hübsch, da sind auf dem schwarzen Untergrund verschiedene Luftfahrtmotive. Rückseite mit kleinen Blümchen. Wolken. Hoppala. Das ist ein richtiges Bild, könnte man sich fast zu Hause an die Wand hängen. Ballon am Himmel, zwei Ballone am Himmel. Rückseite ein bisschen einfärbiger wieder. Das sind auch ganz hübsche Motive. Sehr schönes Blumenmuster. Kann man sich kaum satt sehen dran. Hübsch geworden. Gefällt mir wirklich sehr gut, diese Serie. Auch von den Farben her, von den Mustern. Ganz nett. So, die letzte Serie heißt PB&J. Das ist mehr so würde sagen, eine Kinderserie. Also von den Farben her wieder kräftiger, lebhafter. Und da geht ein bisschen mehr in den Primärfarbenbereich wieder. Sicher super vielseitig verwendbar. Sind ein paar recht dezente Papiere dabei. Wie das zum Beispiel. Mit den Streifen in verschiedenen Farben. Da wieder die Bordüren unten dran. Verschiedenste Zickzacklinien, Muster. Färbige Rückseite, hübsches gelbes Muster. Gelb ist ja normalerweise nicht so meine Lieblingsfarbe, aber das ist ein wirklich schöner
butterfarbener Butterblumenton. Sehr schön, die Rückseite ist auch schön. So, dann noch die obligatorischen Blumenmuster. Das sind hübsch gezeichnete Blüten. Mit einer roten Rückseite und noch Blumen in Blau. Auch wieder sehr schön Ton in Ton. Und die Rückseite mit einem leichten Zickzackmuster. Ja, das war's fürs Erste. Also nicht fürs Erste, sondern für die nächsten Wochen. Und ich melde mich dann wieder mit den neuen Papieren.